Bürgermeister Hans Koschnick, 1983 auf einer Belegschaftsversammlung der AG Weser, zusammen mit Senator Horst-Werner Franke. Hintergrund war der, dass Krupp beschlossen hatte, die traditionsreiche Großwerft AG Weser in Bremen-Gröpelingen zu schließen. Und es hatte daraufhin natürlich große Proteste gegen diese Schließung gegeben. Und Hans Koschnick sprach jetzt auf dieser Belegschaftsversammlung und machte deutlich, dass die Stadt der Werft in dieser Situation nicht helfen kann ohne Unterstützung des Bundes. Und daraufhin gab es immer wieder Buhrufe während seiner Rede. Und wie die Stimmungslage war, wird auch deutlich daran, dass in dieser Belegschaftsversammlung von den Beschäftigten einstimmig entschieden worden war, ein Flugblatt in Umlauf zu bringen am nächsten Tag. Es herrschte gerade Bürgerschaftswahlkampf. Ein Flugblatt, das eigentlich den Aufruf enthielt, nicht die SPD zu wählen, aber auch nicht CDU und FDP, weil sie nicht entschieden genug gegen eine Werftschließung sich einsetzen. Und das ist eben auch ein interessantes Detail hierbei, dass das Ganze im heißen Bürgerschaftswahlkampf stattfand. Zwei Tage später war die Bürgerschaftswahl. Und so wie die Stimmungslage war, war nicht unbedingt zu erwarten, dass die SPD als regierende Partei hier einen Erfolg einfahren würde. Aber genauso kam es. Also am Sonntag war die Wahl und die SPD hat ihre absolute Mehrheit sogar noch ausgebaut, was für die protestierende Belegschaft der AG Weser im Grunde ein Rückschlag war in ihrem Kampf gegen die Schließung der Werft. Und am Ende dieser Belegschaftsversammlung trat der Betriebsratsvorsitzende Hans Ziegenfuß an den Tisch von Hans Koschnick heran und legte ihm sein SPD-Parteibuch auf den Tisch, erklärte also seinen Austritt aus der SPD. Und es ist also in Fernsehaufnahmen zu merken, wie nahe Hans Koschnick das Ganze ging. Und wahrscheinlich hat auch das eine Rolle gespielt, dass Hans Koschnick hier einen sehr authentischen Auftritt absolviert hat. Und das hat sicherlich auch zu seinem Wahlerfolg dann beigetragen. Zwei Tage später.